Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go 18 Eier Folge 7. Und das ist ja ziemlich unregelmäßig, da ich es nicht mehr schaffe, wirklich 18 Eier zu bekommen oder auszubrüten, da die Geschenke einfach so unwillkürlich Eier auswerfen oder auch nicht. Aber wir schauen mal, was diese Folge dabei ist. 9 Eier sind es sowieso immer, aber die zweiten 9 sind momentan problematisch. Als erstes haben wir wieder ein Mauzi mit 2800 Staub. Und im zweiten Satz, wir suchen natürlich immer noch ein richtig gutes Kangama oder Tauros. Ein Slimer wäre auch schön, wenn dann noch ein richtig krasses dabei ist mit 1400 Staub. Auch nur dem zweiten Satz 500 Bonbons und immer noch kein Shiny gefunden. Und auch noch kein gutes Alola. Aber wieder ein Slimer, vielleicht klappt es ja jetzt mit 703, hat auf jeden Fall 1200 Staub, den besten Satz, aber gut, die Werte sind doch nicht so das Gelbe vom Ei oder das Grüne vom Slimer. Das vierte Ei, ein Kangama, das ist doch schon mal cool, das war glaube ich nämlich jetzt am seltensten im Ei, 2400 Staub, aber leider nur zweiter Satz. Bisher führt nämlich Pandimos die Liste der Kontinentalen an, wie soll es auch anders sein. Ein Alola Vulpix noch dabei, das sieht man natürlich auch gerne, mit 1413 Staub und dem besten Satz. Ich kenne immer noch Leute, die kein einziges Alola Vulpix haben und immer nachfragen, ob jemand eins über hat oder tauschen möchte. Also ich kann gerne ein paar abgeben, ich habe ja genügend. Genauso wie Sandan habe ich auch etliche noch auf der Hand. 2400 Staub, bester Satz. Aber noch lang kein 100er. Ich sehe übrigens aus, als wäre ich aus der Irrenanstalt geflohen mit meinem weißen Kittel. Und wieder mal Pandimos. Das muss ja seinen Platz 1 verteidigen unter den Kontinentalen. 1400 Staub, bester Satz. Zwei Werte auf 15. Aber wie gesagt, wir haben schon etliche 100er von Pandimos. Deswegen bringt das jetzt auch nichts mehr. Noch ein Sandan dabei. Was ich richtig nice finde, natürlich viel besser als das gelbliche, aber nur zweiter Satz. Irgendwie ist Weiß halt einfach so edel und ich mag einfach weiße Sachen, weiße Schuhe, weiße Pokémon und natürlich weiße Sandan, wie man sieht, denn da ist das nächste mit 1900 Sternstaub, leider auch nur der zweite Satz. Und wie ihr seht, habe ich diesmal das Sternstück nicht vergessen. Läuft noch 21 Minuten. Das heißt, ich werde noch ein bisschen rumlaufen, meine Eier wieder füllen. Und apropos weiße Schuhe, kann man ja auch sehen. Ganz edel, im Weiß, wunderbar. So muss man rumlaufen, da klappt es auch am besten mit Eierbrüten. Und ja, ich würde sagen, wir melden uns später zurück. Und hoffe immer noch auf ein gutes Tauros. Ich habe schon das zweite 100er gesehen, jetzt in der Gruppe, was gepostet wurde. Also da geht es richtig ab. Aber leider ist einem das vergönnt. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, irgendwie habe ich mir das schon gedacht. Aber beim Öffnen der restlichen Geschenke gab es nur 7 Eier statt 9. Und 7 Eier, die spare ich mir lieber auf für morgen. Dass morgen garantiert auch wieder 18 Eier kommen. Und werde heute einfach noch was anderes hochladen, denn ihr kennt ja alle noch die traurige Geschichte vom Philippone, der am Molkereitag, also am Moltres Day, am Lavados-Tag kein Lavados bekommen hat. Und wie es da ausging, wie es ihm jetzt geht, wir haben ihn besucht, wir haben seine ganze Story zusammengefasst, nein, haben wir nicht, aber trotzdem kommt noch ein kleines Spezialvideo extra mit Philippone später. Deshalb jetzt nur 9 Eier. Also am Anfang hat das immer richtig gut geklappt mit den 18 Geschenken, aber mittlerweile muss man eben Abstriche machen. Euch natürlich viel Spaß morgen, wenn Mewtwo kommt bei euren Mewtwo-Raids, wer noch keins hat oder keine X-Raids machen konnte. Und ich melde mich morgen zurück mit 18 Eiern. Also viel Spaß, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.